Hallo Divya. Hallo. Wir sind hier in deiner Praxis für Körperarbeit, Massage und Qigong. Wie lange gibt es deine Praxis schon? Meine Praxis, die gibt es seit 1990. Und was genau tust du hier? Ich gebe Einzelsitzungen Massage mit verschiedenen Methoden, wie zum Beispiel Tiefenbindegewebsarbeit, mit Öl arbeite ich, Joint Release, Gelenklockerung, eine Methode, die aus der Trägerarbeit stammt. Ich arbeite mit Fußreflexomassage und gebe Kopfmassage. Dann gebe ich aber auch noch Einzelunterricht in Qigong. Was verbindet denn deine beiden Fachrichtungen Massage und Qigong? In erster Linie die körperliche Aufrichtung, die Stärkung des Rückens. Dann allgemein, Qigong und Massage ist gut für die Gesundheit und für den Geist. Und dadurch gibt es hier eine sehr gute Verbindung, die ich zusammenbringen kann. Du machst ja Massage-Einzelsitzungen und gibst Qigong-Unterricht in Gruppen. Wo genau findet das statt? Hier in deiner Praxis? Also die Gruppen finden nicht hier in meiner Praxis statt, hier findet nur der Einzelunterricht Qigong statt. Die Gruppen, auch ab und zu Massagegruppen, die gebe ich an verschiedenen Plätzen, entweder an unterschiedlichen Schulen, an denen ich engagiert werde, oder Plätze, die ich anmiete, oder sogar in meinem eigenen Unterrichtsraum, den ich in einem anderen Stadtteil hier in Hamburg habe. Dort gebe ich die Qigong-Gruppen und sehr viele Gruppen, oder nicht sehr viele, aber einige mehr, gebe ich schon regelmäßig in der Wu-Wei-Schule, mit der ich eine Kooperation habe, schon über viele Jahre, die sehr gut läuft, muss ich sagen. Also das ist schon eher ein traumhaftes Modell von einer Kooperation und Freundschaft. Dort bilde ich auch aus zum Qigong-Kursleiter und Qigong-Übungsleiter-Trainer. Auch da ergänzen wir uns sehr gut. Da gibt es sehr viele gute Sinnenergien, die uns zusammenbringen und die unsere Arbeit verstärkt. Dein Beruf ist ja gewissermaßen deine Berufung. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Ja, wie bin ich dazu gekommen? Durch Meditation bin ich dazu gekommen. Ich meditiere seit meiner Kindheit und eigentlich habe ich Körperarbeit entdeckt und festgestellt, oh, das ist eine sehr starke Unterstützung in meiner Meditation, also auf meinen eigenen Weg, auf meinen suchenden Weg. Und immer mehr ist die Art der Körperarbeit, viel mit Massage, zu einer Berufung geworden von mir. Heute mache ich das beruflich, hätte ich nie vorher gedacht, habe lange praktiziert, lange geübt. Und nie gedacht, dass es mal beruflich werden könnte. Ist es aber dann geworden und ich bin sehr, sehr glücklich, denn ich kann vielen Menschen damit helfen. Beim Qigong ist es genauso. Qigong wollte ich nie beruflich machen. Ich habe Qigong auch nur gemacht zur Ergänzung meiner Meditation und weil ich eigentlich machte ich Kung Fu und ich machte Tai Chi und mein damaliger Kung Fu-Lehrer machte sehr intensiv Qigong und dann war ich so inspiriert über Jahre, dass ich dann immer mehr gemacht habe. Ja, heute ist es meine Berufung und auch hier kann ich ganz vielen Menschen helfen. Wundervoll. Du bist ja auch ehrenamtlich tätig. Was genau machst du? Oh ja, das stimmt. Ich bin eigentlich immer ehrenamtlich tätig. Das ist schon lange, lange. Und zurzeit bin ich aktiv für das Tai Chi Qigong Netzwerk, also im Bundesverband, als Vertreter in Hamburg und in Schleswig-Holstein. Sozusagen so ein Nordvertreter, das mache ich mit dem Jan Leminski, dem Besitzer der Wu-Wei-Schule, zusammen, weil wir uns auch da super ergänzen können. Und dann machen wir auch zusammen die Schilling-Akademie, eine Weiterbildungsakademie des Netzwerks, des Bundesverbandes. Und ja, wir hoffen, dass wir da mit Tai Chi und Qigong noch mehr verbreiten können und auch die Kollegen vielleicht noch mehr zum Zusammenrücken bringen können. Vielen Dank, Divya.